herzlichen Dank. Ich freue mich auf diese spannende Runde. Warum ist sie spannend? Weil wir hier drei Protagonisten haben aus verschiedenen Bereichen. Herrn Pöskes, der seit vielen Jahren in diesem Bereich investiert über verschiedene Fondsanbieter. Herrn Pristav, der in zu Northwest gehört, Reed, der überwiegend in Ärztehäuser investiert, und Herr Demmler, der in Pflegeheime investiert. Aber vielleicht können Sie sich kurz selber noch mal 5 Minuten vorstellen. Sehr gerne. Andreas Pristke ist mein Name, seit 20 Jahren Vorstand der Barmer Pensionskasse und der später gegründeten Wuppertaler Pensionskasse. In unseren Teams oder für beide Pensionskassen verwalten wir knapp 3 Milliarden. An der Management, Immobilienanteil 22%, also knapp 650 Millionen. Davon sind in Gesundheitsimmobilien circa 200 Millionen angelegt, in Pflegeheimen, betreutem Wohnen und Ärztehäuser. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Pristav, Geschäftsführer und Head of Germany von Northwest. Northwest Healthcare ist ein börsennotierter REIT, gelistet in Toronto, investiert ausschließlich in Gesundheitsimmobilien und dort vor allem in den Bereich Kliniken und Ärztehäuser, das in den Ländern Kanada, USA, Australien, Neuseeland. Und von Europa aus, wo wir in Berlin seit 2012 agieren, sind wir in Deutschland, Niederlanden und Großbritannien investiert. Carsten Demmler, mein Name, Geschäftsführer der HIH Invest, mittelständischer Investment- und Asset Manager. Wir haben jetzt so zum Jahresende so bummelig 25 Milliarden Euro Assets under Management, haben noch eine Tochter, eine Service-KVG, die kennen die meistens, die Intreal, die hat nochmal 50 Milliarden Assets under Administration, sind ganz gut gewachsen die letzten Jahre, haben uns vor 5 Jahren entschieden, das Thema Healthcare aktiv anzugehen, sowohl über Individualmandate für institutionelle Investoren, als auch über Mehranlegerfonds. Wir machen nur institutionelles Geschäft. Und ich muss eine Korrektur machen, wir machen alles außer Pflege. Also erstmal das zu korrigieren. Kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Also Healthcare ist für uns über das Thema Sozialimmobilien. Kindergärten, Schulen haben wir uns daran gerobbt. Und dann haben wir das Thema insbesondere ambulante Objekte für uns entdeckt und haben da auf der Healthcare-Seite ein bisschen was aufgebaut. Aber alles außer Pflege. Okay, dann komme ich gleich dazu. Herr Pöskes, Sie sind ja eigentlich seit Beginn dieser Asset-Klasse mit dabei, oder? Das war so 2016, wo Sie die ersten Investments gemacht haben. Und Sie haben ja auch kontinuierlich über die letzten Jahre investiert. Das Interessante ist, dass Sie verschiedene Fondsanbieter auch ausgewählt haben. Und da würde ich gerne wissen, wie so Ihre Erfahrung ist über die letzten Jahre und warum ist diese Asset-Klasse aus Investorensicht so interessant? Warum sie für uns interessant ist?